Ja, Halli, hallo, Hallöchen, Nidia, und willkommen zum zweiten Teil von Hemmendal. Ich weiß nicht, wie viele Teile das es werden, aber ich habe da jetzt mal eine neue Playlist angefangen, wo dann die ganzen Hemmendal-Videos reinkommen. Und das würde ich jetzt von jedem Gebiet machen, also eine Playlist von den Gebieten selber. So, ja, also, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind eigentlich von ganz unten ein bisschen hochgelaufen, haben ein bisschen was erwischt, zwar nicht allzu viel, aber naja, so. Jetzt wollen wir, oder jetzt will ich versuchen, an unser, das Bärenfass, zu leeren und herzu, also zu, wegzumachen und woanders hinzustellen und dann auf den Weg zum Zelt zu gehen. Einfach mal schauen, was wir da zwischendrin so finden. Jetzt müssen wir nur eins machen. Erstmal Platz schaffen. Ich werde jetzt das hier brauche ich eigentlich gar nicht. Dann kann das jetzt erstmal weg. Dann kriegen wir schon mal das Fass rein. Genau, das Fass kriegen wir dann schon mal rein. Gut, jo. So, ich leg dann mal los. Und sobald sich was tut, seid ihr Ach dabei. ja, freue ich Ja, da mich. bin ich noch mal kurz. So, noch etwas von Patrick Wasmann. Ja, er hat bei Facebook hat eine Gruppe eröffnet. Die nennt sich The Hunter Fan. Und ja, ich bedanke mich schon mal. Es wird vielleicht, ja, das den einen oder anderen geben, wo das vielleicht interessiert. Ja, wer alles bei Facebook ist, kann sich bei The Hunter Fan einfach drauf auf die Seite und dann bla bla, ihr wisst schon, gefällt mir und dann kriegt ihr natürlich alles mit, wenn neue Videos da sind und so weiter und so fort. Ja, das Ganze verwaltet der Patrick und das mal schauen, ist der gerade da. Ich glaube, das ist, hier findet ihr ihn. Patrick W12345, glaube ich. Ich weiß es nicht, müsst ihr mal nachschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich nehme dann mal an, dass Patrick Wasmann dann euch das sagt und mir bitte nochmal den Link gibt, obwohl vielleicht mache ich einen Let's Talk mit ihm ganz kurz. Wenn er wieder mal da ist, dann genau, machen wir Let's Talk, dann kann euch das genau erklären und fertig. Jo. Aber ihr könnt ja so schon mal bei Facebook schauen. The Hunter Fan heißt es. Und dann findet das bestimmt. Okay, ich bin schon drin und habe schon gefällt mir gedrückt. Ja, also ich würde mich freuen. Vielleicht haben wir da dann eine neue Plattform zum uns unterhalten. Wäre ganz cool und nett. Und der eine oder andere kann das natürlich dann auch teilen, wenn er möchte. Und ja, ich möchte jetzt da auch nicht das Ganze dusselig reden, sondern einfach draufschauen und abwarten, was die Zukunft dann bringt. Okay, gut. Jo, ich bin dann wieder weg, Richtung mein Fass, was natürlich 1560% hat. Nein, null, verdammte Scheiße. Das hab ich. Da waren so viele Bärenspuren, wo ich es aufgestellt habe. Aber hat nichts gebracht. Naja, das holen wir jetzt auf alle Fälle zurück. Jo, wir sehen uns dann nachher, falls ich ein Tier sehe oder am Fass bin und dann sehen wir es ja. Okay, bis dann. Ciao. So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind jetzt kurz vorm Bärenfass und ich sehe hier auch keine Spur, gar nichts. Also, ist wirklich scheiß Stelle. Damals, wo ich es gestellt habe, waren hier Spuren. Verdammt nochmal. Kein Bär in Sicht. Naja, egal. Ich werde das auf alle. Oh, was haben wir da? Was haben wir denn da? Was haben wir da? Weiblich bestimmt. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ja. Naja, erstmal alle begrüßen, ist ja eh klar, oder? Das vergesse ich jedes Mal. Strui 1. Weit Corbett und Weidmann-Teil, Nico, Money, 38 Mafioso, 760, Valturi und Case, 51,50. Gut. So, dann euch mal allen Weidmann-Teil. Da läuft es, lassen wir es laufen. Brauche ich eh nicht. Ich möchte nur meinen Bärenfass haben. Jo. Ah, da oben steht's ja.
Richtig, ich müsste es nicht aufscheuchen. Aber ich glaube, das rennt jetzt dann eh weg. Weil. Da müssen, sollte ich vielleicht das schießen. Damit es, wenn ich jetzt das zusammenpacke, dass das nicht aufschreckt und davon rennt. Oder was meint ihr? Gut. Oh, ein Elch, aber es war eine Dame, wetten? Ja, Mann, echt, ich brauche männliche. Ich weiß, dann holen wir jetzt erstmal das Reh rein. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Toll, ihr redet von Aufschrecken. Schießt das arme Tier und dann renne ich hier in der Gegend rum. Toll. Körper getroffen, verdammt. Das kann dauern. War wieder mal nichts gescheit, verdammt. Flüchtend. Ja gut, so groß ist das Tier jetzt nicht. Ich glaube, da oben liegt das auch schon. Jawohl. Scheiße, warum sind hier keine Bären? Schon komisch. So, dann packen wir unser Fass ein. Und dann ziehen wir gleich weiter. So, mal schauen, haben wir sonst noch irgendwas? Nein, hier ist sonst nirgends mehr etwas. So, jetzt erstmal zum Fass. Kein Bär. Ich muss dann nachher an die Stelle gehen, da wo wir wo ich meinen ersten Bären geschossen habe, da wo die Map rauskommen ist. Und das war irgendwo hier in diesem Bereich war das. Da müssen wir mal nochmal gucken. Oder Moment mal nochmal schauen. Ja doch, das war hier. Ja, genau. Ja. Das war an der Stelle. Ah, das finden wir schon. Irgendwo gibt es schon Bären. So, jetzt packe ich das zusammen, dann mache ich mich auf den Weg zum Zelt. Dann packen wir das noch zusammen. Habe ich da was gehört? Nein. Nein, 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 nein. So, was passiert ist eigentlich mit dem Köder da drin? Ist er dann verschwunden? Das sehen wir jetzt gleich. E. Mitnehmen, Fass füllen, 10 Portionen. Mitnehmen. So, gut. Und dann habe ich das da, okay. Ah, das bleibt drin, cool. Okay, super, super, super. So, dann marschiere ich jetzt mal weiter Richtung unserem Zelt. Und wenn sich was tut, dann melde ich mich. Leute, 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 schaut euch das an. Da unten. Ja, wir haben Bär, wir sehen den Bären. Lass es männlich sein, weiblich. Aber das ist egal, den holen wir uns. Den holen wir uns. Eiderdauts, sind Braunbären. Einfach so gesichtet, ohne lange Spuren suchen zu müssen. Aber es heißt, mein Fass war eigentlich in der Nähe gestanden. Oh, der kommt da. Oh, oh, oh. So, jetzt legen wir uns erstmal hin. Und so, dann schauen wir mal, ob wir den gut treffen. Jawohl, schön. Sofort liegt er. Ist das geil. Wir haben Braunbären. Zwar weiblich, aber naja, wir haben Braunbären. Hallo? Ist das geil. Jo, das ist cool. Das ist echt cool. Der taucht da einfach auf. Ist das geil, oder? Ich fasse es nicht. Also damit hätte er sich gerechnet. Ich dachte mir, ich muss stundenlang erstmal Spuren suchen, finden und was auch immer. Nö, da läuft die Dame hier einfach über den Weg und naja. Naja, das heißt, ich könnte vielleicht eventuell das Fass hier aufbauen. Da kriege ich wahrscheinlich gleich die Meldung, dass es nicht passt, Weg am Zelt. Na, wieder so ein kleiner Score. 19.763, 225,3 Kilo. Aber naja, ist ausbaufähig, aber ist ein Bär. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Vielleicht haben wir ja Glück oder sonst irgendwas, wo noch einer ist.
Naja, ich mache mich jetzt weiter auf Richtung Zelt. Und wir werden ja dann sehen, was ich noch so finde. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt kommen wir dann gleich an das Zelt. Was halt schade ist, ich habe das Gefühl, dass hier in Hemmendal sehr wenig Wild ist. Denn ich habe bis jetzt außer das Reh und eine Elchkuh nichts gesehen, nichts gehört. Ja, und dann halt den Bären. Also es ist aber für die Zeit, wo ich eigentlich jetzt schon hier bin, relativ wenig, finde jetzt ich. Also das ist meine persönliche Meinung. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Ich werde jetzt, was haben wir da für eine Spur? Vielleicht ist es eine Bärenspur. Nein, eine von Elchen. Ah, weiß jetzt auch nicht, was das für einer ist. Gut, ich würde jetzt mal sagen. Ne, machen wir jetzt mal nicht. So, ich würde jetzt sagen, ich muss jetzt Platz schaffen. Und zwar nehme ich das Zelt kann jetzt, muss jetzt raus. So, ich muss jetzt schauen, wie mache ich das? Das kann hier hin, das kann hier hin. Dann kann das. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir hier nämlich nur zwei Plätze für die Munition. Weil ich baue jetzt das Zelt hier ab. Das nehmen wir ja mit. Und dann suchen wir irgendwie eine Bärenspur oder wo ich das Gefühl habe, da dort könnte es funktionieren. Dort baue ich dann das Bärenfass auf. Ja, gut. Es kann sein, dass ich es heute noch aufbaue oder irgendwie wann anders. Jetzt schauen wir natürlich erstmal, dass wir irgendwie ein Bild erwischen oder irgendwie sowas. So, mal schauen, was haben wir hier noch alles für Spuren. Vielleicht ist eine Bärenspur dabei. Dann stellen wir das Fass nämlich hier wieder auf. Und hoffen dann, dass wir hier Glück haben. Und dann schauen wir eine Stelle, wo wir das Zelt aufbauen. So, da haben wir auch wieder eine Elchspur. Also ich glaube, hier ist nichts mit Bär. Ja, hier auch. Gut, aber den Elchspuren folge ich jetzt auf alle Fälle. Mal schauen, ob wir Glück haben und vielleicht noch den einen oder anderen Elchen bekommen. Da werden wir gleich mal einen Call absetzen, halt. Einen Call absetzen. So. Gut, und dann mal hoffen, dass da vielleicht ein männlicher dabei ist. Und dass wir noch schießen können. Und dann auch hoffen, dass die Weibchen wegrennen und mich nicht angreifen. So. Okay, das war jetzt wieder ein Weibchen. Das ist die vorherige Spur, genau. Das Weibchen, das habe ich schon am Crawl gehabt. So, jetzt schauen wir einfach mal runter. Und schauen auch, ob hier irgendwo Bärenspuren sind. Wird mich voll interessieren. Ach, da haben wir was nochmal da. Okay. Geht die Spur da lang? Naja, mal schauen, was haben wir hier. Hier haben wir auch eine Elchspur. Ja, gehen wir mal da runter. Und ich melde mich, sobald sich was tut. Bis dann. Ja, Leute, irgendwie tut sich gerade gar nichts. Nam, 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 nam. Ja, es ist irgendwie heute träge. Aber ich hab einen Plan. Wir stellen jetzt hier irgendwo das Zelt auf, wo es geht. Und beim nächsten Teil marschieren wir mal dahin. Ich war dort noch nie. Ich will wissen, was dort ist. Ja, so, aber jetzt erstmal einen Platz suchen fürs Zelt. Ja, ah, das habe ich sogar ausgerüstet. Das ist gut. So, dann schauen wir mal, wo wir das Zeltchen stellen können. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt zusammen habe. Ich denke mal, so eine knappe Viertelstunde wird es schon sein. Dann ist halt heute das Let's Play mal ein bisschen kleiner. Aber ich hoffe halt beim nächsten Mal, wenn wir dann in die Richtung gehen, dass wir dort dann auch noch einiges finden werden. Aber jetzt brauche ich natürlich erstmal eine Stelle fürs Zelt. Hallo? Hallo, wo kann ich Zelt stellen? Hallo. Komm, lass mich stellen. Lass mal schauen, was haben wir da für eine Spur? Ups. Nein, von einem Elchen. So, ich muss doch irgendwo das Zelt stellen können. Hallo. Das war nicht. Ja, das ist wieder das Weibchen. Das bin ich auch schon die ganze Zeit verfolgt. Hallo? Zelt? Warum lass dich hinstellen?
Bitte. Warte mal, war doch gerade was? Ja! Da. So. Okay, gut. Ja, es tut mir leid. Ist relativ kurz heute. Aber nicht vergessen, heute um 18 Uhr findet der Livestream statt von Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Und? Warte, was? Nein. Und mit André Berger von Viz Games, den Chefentwickler. Und da bin ich schon voll gespannt. Also wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir. Ich nehme den Livestream auch auf. Und dann werde ich ihn hier bei YouTube hochstellen. Wenn ihr Fragen habt und nicht teilnehmen könnt, dann schickt mir die Fragen. Ich per Skype, Facebook oder hier unter das Video. Und den Livestream findet ihr in der Kanalbeschreibung. Um 18 Uhr geht's los. Und dort steht bei der Kanalbeschreibung Livestream. Dort draufklicken und ihr kommt zu meinem Livestream. Gut, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ja, hat Spaß gemacht wie immer. Und leider ist irgendwie heute der Hund drin. Es will nicht so, wie ich will. Aber das nächste Mal gehen wir hier hin. Gut, okay, bis dann. Ciao.